Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Selenium WebDriver vom Anfänger zum Profi. In dieser Folge geht es um die Navigation zwischen Seiten. Wir schauen uns an, wie wir von einer Seite auf eine andere Seite kommen und wieder zurück navigieren. Was wir uns noch anschauen ist GetTitle, wie wir uns den Titel einer Seite ausgeben können. Das ist ganz praktisch, wenn wir wissen wollen, wie der Titel ist und ob der Titel auch richtig ist, um das zu testen. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an, wie wir uns die URL einer Seite ausgeben, um wirklich sicher zu sein, dass wir auf der richtigen Seite sind. Also starten wir gleich. Wir arbeiten heute mit der Seite wikipedia.de. Was wir machen werden, ist erstmal die Seite aufrufen, wie immer. Anschließend geben wir uns den Titel hier oben aus und die URL. Dann navigieren wir zur Seite Wikimedia Deutschland. Wir schauen uns zwei Arten an, wie wir das machen können. Einmal einfach mit draufklicken und das zweite Mal mit einer Methode, die wir gleich kennenlernen werden. Also starten wir gleich. Gehen wir auf unser Package Web Element, New, legen eine neue Klasse an. Navigate to nennen wir sie einfach. Und wieder unsere Standardprozedur, erstmal einen Webdriver deklarieren, eine Referenzvariable, private Webdriver Driver, private String für unsere URL, BaseUL, dass wir die nicht immer eingeben müssen. Jetzt importieren wir unseren Webdriver, das können wir wieder mit Steuerung Shift O oder einfach mit der Maus auf unseren Webdriver und manuell importieren. Als nächstes benutzen wir jetzt eine Before-Method. Das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt Before-Class oder Before-Method benutzen in unserem Fall, da wir nur eine Testmethode haben. Hätten wir zwei Testmethoden, würden wir Before-Method oder Before-Class. Das hängt dann immer vom jeweiligen Kontext ab. In unserem können wir einfach mal Before benutzen, Method. Nennen wir standardmäßig Setup. Und hier initialisieren wir unseren Driver. Ist gleich New Firefox Driver. Und wir müssen jetzt Before Method und Firefox Driver importieren. Das machen wir einfach mit Steuerung Shift O, wenn es mehrere sind. Dann wird das automatisch importiert, müssen wir nicht jeden einzeln importieren. Als nächstes vergeben wir unsere URL, das heißt einfach Base URL ist gleich. Dazu gehen wir zurück auf die Seite, kopieren wir die URL und fügen sie ein. Jetzt müssen wir noch unser Implicitly Wait benutzen, Driver. .manage.timeouts.implicitlyWait. Jetzt wie lange? 10 und die Zeiteinheit. TimeUnit.seconds. Und wir sagen dem Browser, dass er sich maximieren soll. Driver.manage.window.maximize. Zu guter Letzt rufen wir die Seite auf, Driver Get, Base URL. So, das war jetzt alles nichts Neues. Jetzt erstellen wir unsere Testmethode. Add Test, Public Void, die nennen wir genauso wie unsere Klasse, nur mit der Endung Test. Also sagen wir Navigate to Test. Und jetzt importieren wir noch die Test-Annotation und sagen, da wir ja den Driver schon gesagt haben, dass er die Seite aufrufen soll, sagen wir jetzt einfach, wenn wir sagen Driver.getTitel, wenn wir von der ersten Seite den Titel bekommen und wie wir sehen, wird hier ein String zurückgegeben, also können wir gleich sagen,
String Titel 1 ist gleich driver.get Titel. Das Ganze können wir uns ausgeben. Das ist out. Der Titel der Seite 1 ist plus Titel 1. Damit geben wir unseren ersten Titel aus. Was wir jetzt noch machen können, ist String URL 1 ist gleich driver.get current URL. Das wird auch ein String wiedergegeben. Und das geben wir uns auch nochmal aus. Die URL ist URL 1. Das Ganze füllen wir jetzt einfach mal aus. Und der Prozess startet schon. Und die Seite öffnet sich, Wikipedia. Wir haben ja jetzt keine Aktion ausgeführt, also auch nicht den Driver geschlossen. Das machen wir als nächstes. Jetzt schließen wir den Driver. Und wie wir hier sehen, der Titel der Seite 1 ist Wikipedia. Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Und die URL ist Wikipedia. Das ist sehr nützlich, wenn man einerseits überprüfen will, ob man auf der richtigen Seite ist, die man testet. Kann man später eine Assertion schreiben und die beiden URLs vergleichen, die Soll- und Ist-URL, und der Titel ist, kann man auch genauso überprüfen. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir klicken jetzt einmal, wir navigieren mit Klick, das heißt, wir inspizieren unser Web-Element, klicken drauf, Inspect, jetzt sehen wir hier wieder ein relativen XPath. Wir erstellen unseren eigenen. Das heißt, wir sagen slash slash Tag Name, anschließend contains Klammer Text Klammer Anführungszeichen und versuchen es mit Wikimedia, ob das einzigartig ist. Runde Klammer, eckige Klammer. Jetzt überprüfen wir das. Ja, es ist einzigartig, wie wir hier unten sehen. Eine Matching Note. Kopieren wir und sagen driver.findElement bei XPath und fügen unseren XPath ein und sagen Klick. So, was wir als nächstes machen können, ist uns die Seite ausgeben. Dazu kopieren wir aber nochmal unseren oberen Teil, den wir jetzt hier auch verwenden können, und uns die zweite Seite auszugeben. Also benennen wir es einfach um, Titel 2, Seite 2, Titel 2, URL 2 und hier noch zu guter Letzt URL 2. Das Ganze speichern wir und führen es aus. Jetzt müssten wir einmal Titel 1, URL 1 kriegen und Titel 2 und URL 2 in der Konsole. Der Prozess wird gestartet. Wikipedia-Seite öffnet sich. Wir werden navigieren zur Wikimedia-Seite. Und jetzt müssten wir unsere, wie wir hier sehen, der Titel der Seite 1 ist wikipedia.de, Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Dann haben wir die URL der Seite 1, Wikipedia. Anschließend navigieren wir zur Seite 2, Wikimedia Deutschland. Und bekommen auch zu guter Letzt die URL der Wikimedia Hauptseite. So, jetzt zum eigentlichen Thema, zum Navigieren. Wir sind ja jetzt auf die Wikimedia-Seite
Navigiert. Also wir haben jetzt auf die Wikimedia-Seite navigiert. Und jetzt, was wir machen können, ist sagen einfach Driver.navigate.navigate. Das heißt, wir werden jetzt, damit wir das sehen, machen wir hier einen Thread rein. Also Threads werden nur benutzt, um zu überprüfen, ob das wirklich funktioniert. Später, wenn man dann richtige Tests erstellt, benutzt man diese eigentlich so gut wie keine Threads. Dazu haben wir das Implicit und Explicit Wait, weil das einfach den Test verlangsamen würde, und beim Testen, automatisierten Testen gerade, kommt es ja auf die Geschwindigkeit an, um schnell das Feedback zu liefern. Wir bauen das hier nur ein, um zu sehen, dass wir erstmal auf dieser Seite landen und anschließend zurück auf die Hauptseite. Das Ganze führen wir nochmal aus. Und natürlich speichern. Und unser Prozess startet wieder. Jetzt müssen wir einmal auf der Hauptseite landen, jetzt auf der Wikimedia-Seite. Jetzt warten wir kurz. Und anschließend landen wir wieder auf der Hauptseite. Das dauert jetzt gerade ein bisschen länger, da die Seite gerade refresht. Und wie wir sehen, sind wir wieder mit unserer Methode back auf der Hauptseite gelandet. Das Ganze kann man noch weiter. Und hier haben wir wieder unsere Konsolenausgabe, die ist gleich, weil wir jetzt nichts verändert haben. Das Ganze können wir jetzt nochmal einbauen, aber wir machen die Wartezeit etwas kürzer. Das heißt, wir sagen Trade.sleep 2000 Millisekunden, das sind 2 Sekunden. Und sagen Driver.navigate.forward. Das heißt ganz einfach, dass wir erstmal auf der Hauptseite landen. Anschließend gehen durch unser Driver Find Element Click, gehen wir zur Wikimedia-Seite. Danach zur Hauptseite wieder durch Driver Navigate Back und dann noch durch Driver Navigate Forward zur Wikimedia-Seite. Das Ganze führen wir nochmal aus. Wir werden gleich noch eine Art kennenlernen, dass wir gar nicht Driver Find Element benutzen müssen, um zu einer Seite zu navigieren. Und der Prozess danach ändert sich dann gar nicht. Wie wir sehen, sind wir jetzt auf der Hauptseite, auf der Wikimedia-Seite. Jetzt warten wir kurz. Kommen dann zur Hauptseite und anschließend wieder warten und zur Wikimedia-Seite. So, was wir jetzt noch machen, das wäre ein Weg, wie wir navigieren könnten. Was wir aber noch machen könnten, ist einfach zu sagen, das kommentieren wir mal aus. Und wir sagen Driver.navigate, da müssen wir gar keinen Link klicken, Punkt to. Und hier können wir eine URL übergeben oder einen String. Wir nehmen mal den String. Und jetzt gehen wir auf die Seite. Klicken auf Wikimedia Deutschland. Übernehmen die URL. Oh, das war ein Missversehen. Klick nochmal drauf. Übernehmen die URL. Und fügen sie hier ein. Also, wir müssten jetzt kein Element identifizieren und nicht die Methode Click benutzen, sondern einfach Driver.Navigate to, und der Prozess hier unten ist dann der gleiche. Also das macht keinen Unterschied. Das Ganze speichern wir und führen es nochmal aus. Wir sehen, startet der Prozess, die Seite wird geöffnet. Jetzt hätte ich die Wartezeiten verkürzen sollen.
Aber wir wollen ja sehen, dass wirklich alles ausgeführt ist. Unser Schritt Navigate to hat funktioniert. Wie wir sehen, jetzt gehen wir wieder back und noch einmal forward. Und geschlossen haben wir unseren Browser immer noch nicht. Was wir zu guter Letzt machen können, dazu lösche ich aber mal die Sleeps, Trade Sleep, damit wir nicht so lange warten müssen, ist erstmal schließen wir, dass der Browser sich automatisch schließt. After Method Public Void Tier Down sagen wir driver.quit und importieren unsere After Method. Was wir zuletzt noch machen werden, ist uns den Quelltext ausgeben. Das heißt, inspizieren nochmal die Seite. Sagen wir, wo landen wir denn zum Schluss? Auf der Wikimedia-Seite. Inspizieren diese. Und jetzt werden wir uns den ganzen Quellcode der HTML-Seite ausgeben zu guter Letzt. Das kann man auch benutzen, um zu überprüfen, ob beide Dokumente gleich sind. So sagen wir einfach driver.get und hier page source. Ist auch ein String, also können wir das wieder gleich machen, indem wir einen String erstellen. String nennen wir es einfach page source, ist gleich get page source, und das Ganze geben wir uns dann noch zu guter Letzt aus, page source. Jetzt führen wir alles noch ein letztes Mal aus, so klicken wir einfach aus ausführen. Und es startet. Als letztes, was wir ausgegeben bekommen, ist der Quellcode, der HTML-Code. Jetzt haben wir nochmal unser Navigate Forward, Navigate To, Navigate Backward und Navigate Forward. Jetzt, wie wir hier sehen, haben wir uns den ganzen Quellcode, Page-Code, HTML-Code, wie man es nennen will, ausgegeben. Ja, ist schon ein bisschen viel. So, eine kurze Zusammenfassung, was wir in dieser Folge gemacht haben. Was wir Neues gemacht haben, wir haben uns den Titel ausgegeben mit driver.getTitel. Hier wird ein String zurückgegeben. Anschließend haben wir uns die aktuelle URL ausgegeben mit driver.getCurrentURL. Dann haben wir zwischen den Seiten navigiert mit driver.navigateTo und dann die zweite Seite eingegeben. Was man auch machen kann, ist driver.findElement, dann das Element, den Link klicken, und anschließend haben wir mit driver.navigateBack und Driver Navigate Forward hin und zurück navigiert, und zu guter Letzt haben wir uns den Page Source Code bzw. HTML Code ausgegeben. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Bis zur nächsten Folge Testautomatisierung gewusst wie.